Und damit begrüße ich euch hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Plants vs. Zombies oder Zombies gegen Pflanzen. Also, ihr wisst schon. Ein bisschen beeilen. Denn das geht ja alles und lässt mir auch Zeitdruck. Ja, die Folge nehme ich gerade auf Nachhinein der alten Folge auf, weil ich ja wieder ein kleines bisschen Vorproduktion bin, da ich ja andere Projekte zeigen möchte und nächste Woche auch wenig Zeit habe und ja, hätte was anderes gedacht von mir. So. Geld sparen. Wir sparen jetzt immer so, dass wir vielleicht noch eine Sonnenblume kaufen könnten, aber wir müssen jetzt erstmal die Kanäle hier hinstellen. Ja, also falls ihr im letzten Video irgendwelche Kommentare drunter geschrieben habt, ich kann die leider nicht lesen. Oder hab sie noch nicht gelesen, ich kann sie schon, aber hab sie eben noch nicht gelesen. So. Ich brauche mehr Sonnenblumen. Viel zu wenig Geld. Achso, und wir haben hier noch die Rasenmäher. Das hatte ich letztes Mal vergessen zu sagen. Wenn die Rasenmäher kommen, die mähen einmal die ganze Bahn hier ab. Sind nochmal so ein extra Schutz, kann man sagen. Die große Sache ist bloß, dass die eben einmal Schutz machen, aber eben einmal wegrasieren. Aber man hat Zeit, bis da irgendwie was ist. Eine Erbsenblume fehlt uns noch. Die, glaube ich, kriegen wir auch noch hin. Und das wird hier mir ziemlich eng. So, da kann ich gleich mal zeigen, was die Nuss drauf hat. Denn die Nuss, wie gesagt, die schützt nochmal extra. Noch eine ganz andere Sache, die mir jetzt so spontan einfällt. Ich möchte so einen Monatsrückblick machen, jeden Monat. Also was ist jetzt mit Silvester und Weihnachten, ziehe ich dann alles in diesen Monat rein. Das möchte ich versuchen mal zu bringen. Einfach mal dazu zeigen, so, ja, das ist in einem Monat passiert. Wie findet ihr das vielleicht oder sowas? Wie würde euch das Ganze gefallen, wenn ich das mache? Wäre mal recht interessant. Oh, jetzt kommt das Geld wieder. Jetzt noch gut Hoffnung, dass das hier gut klappt. Dann haben wir nämlich auch das nächste Level fertig. Die Levels dauern natürlich immer länger, das merkt man ja. So, eines. So, wir könnten uns noch eine Erbsenkanone bauen. Oder irgendwo eine Bombe hinstellen. Ja, kommen recht viele. Aber ich glaube, das ist ein großes Problem. Und hier lassen wir die noch explodieren. Und hier lassen wir einen zweiten draus schießen. Und dort sind sie. Die Schaufel weiß ich gerade nicht mehr, was die macht. Da können wir jetzt mal gespannt gucken, damit ganze Pflanzen auskommen und Platz schaffen. Ah, okay, also hier die jetzt zum Beispiel weg. Achso, ja, das ist unser Nachbar, der Dave. Aber nämlich ruhig der Dave. Aber das müssen wir auch immer. Benutzt die Schaufel und grabt die Pflanzen aus. Möge das Buddel beginnen. Jetzt kommt die Überraschung. Wir gehen bullen. Ja! Ich bin Debbie! Was? So. Das, also diese Minigames, die finde ich sowas von geil. Also das, sowas kann man gerne viel mehr hier ins Spiel bringen. Ah,
der hat sogar zwei Leben dadurch. Weg mit dir. Zwei auf einmal getroffen. Weg mit dir. Weg mit dir. Schon wieder eine Springnuss. Hier. Dann hier eine Springnuss rein. Dann hier eine normale Nuss rein. Ach du Scheibenkleister, dann machen wir hier eine Sprengnuss rein, dann machen wir hier eine normale Nuss, dann machen wir hier eine normale Nuss. Dann machen wir hier eine normale Nuss. Alter, jetzt geht's richtig anders. Ah, fuck. So, ab hier in die Mitte. Genau, jetzt sind alle getroffen. So nice. Fuck, eine riesige Zombie. Er nähert sich, das ist gar nicht nice. Das ist gar nicht nice. So. Ich hoffe, ich krieg noch eine Sprengnuss. Nein, ich krieg keine Sprengnuss. Sprengnuss! Sprengnuss! Nice. Und da bekommen wir unseren Sprenger. Das ist auch so einer, der so ein bisschen rumspringt. Explodiert beim Kontakt. Das schafft man. Nee, dauert jedenfalls etwas. Machen wir noch diese eine Runde und danach bin ich den Part. Die Stabspringer, die springen drüber. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Wie gesagt, da wird jetzt ein kleiner Moment länger dauern. Aber dafür lohnt sich das. So. Wartet einfach nur ab. So. Kommen sie jetzt schon langsam. So, nehmen wir die Erbsenkanone. Das muss jetzt alles ein kleines bisschen logischer überlegt werden. Die Kartoffeln machen wir vor. Ah, das ist mies. Hier und hier und dann kommen wir hier. Wir brauchen mehr Sonnen. Das ist ein Scheibenkleister. So. Jetzt können wir nur hoffen, dass es auf einen Fuck. Von dem beim Machen jetzt die Dings kommt. Nice. Also das Spiel ist eigentlich relativ lustig, finde ich. Hat irgendwie was. So. Oh, fuck, das wird knapp. Und es hat Boom gemacht. Düm, düm. Ich wollte den Tod seinen Namen versammeln. Und nicht so allein sein. So, da kommen die beiden. Da kommt hier Dings. Professor, schlag mich tot. Und dass so viel explodiert, ist kein gutes Zeichen. Einmal. Vor allem der springt über die, springt er jetzt drüber. Das ist ein bisschen nervig, aber
Beim echten Leben würde man auch drüber springen. So ist es ja nicht. Vor allem das Miese ist jetzt, wenn die hier drüber springen, dann sind sie hier. Wenn sie hier drüber springen, dann sind sie hier. Aber ich glaube, der explodiert dann trotzdem. Dann will ich mich nie ganz festhalten. Aber wir haben ja auch die Kirschbomben, das ist ja noch das Gute. Da kann man, glaube ich, noch eine Menge was machen. Ganz so gut, aber es geht schon. Der Rest, ich glaube, das kriegen wir so locker. Ich glaube, ich mal hin. Das sollte kein großes Problem sein. Kein großes Problem, genau. Der kommt den Erbsen kanonieren. Und da haben wir den Eisblütler. Aber was der natürlich macht, das sehen wir dann im nächsten Part. Also wir können es jetzt schon lesen, aber wir werden im nächsten Part sehen. Schießgefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Sind natürlich teurer, sind aber auch stärker. Aber was das genau bedeutet, sehen wir im nächsten Part. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich einen anschreibe in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Okay. Gut, dann ciao.